Im Januar diesen Jahres ging es mit dem Marketing nach Frankfurt zum HR. 6 Radiowellen, ein Fernsehsender und 2500 Mitarbeiter. Das ist der Hessische Rundfunk. Seit nunmehr 57 Jahren befindet sich der Hauptsitz in Frankfurt am Main. Nach einer kurzen Einführung und einem Gespräch mit dem Chefredakteur der Hessenschau ging es für uns los mit einem Rundgang durch die heiligen Hallen der Studios. Unsere erste Station war das Studio des Radiosenders HR3, wo uns Tim Frühling einen kurzen Einblick in seine Arbeit als Radiomoderator gewährte. Es ist gleich 6:30. Und Herr Frühling, über was wird hier so berichtet? Weltfrieden, Klimawandel oder soziale Disparitäten? Ja, Carla Bruni, Momentchen, ja. Die war schon, soll schon zusammen gewesen sein mit Mick Jagger von den Rolling Stones, Eric Clapton, Donald Trump, Kevin Costner, Vincent Peris, Sean Connery und Richard Dean Anderson. Ah ja, und sonst so? Komm, ich muss mal ganz kurz was recherchieren, und zwar wie der Freund von Britney Spears heißt. Weiß es einer von euch? Nach diesem kleinen Besuch ging es rüber zum Fernsehen in das mit knapp 1000 Quadratmeter größte Studio Hessens. Hier wurden gerade die letzten Vorkehrungen für das große Wahlkampfduell am Abend getroffen. Lichteinstellungen, Bühnenaufbau und Kameraeinstellungen. Alles musste perfekt stimmen für den Auftritt von Frau Ypsilanti und Herrn Koch. Aber nicht nur Politiker finden hier ihre Bühne. Auch die Morde vom Tatort werden hier monatlich aufgedeckt. Der Kameramann erklärte uns seinen Aufgabenbereich und demonstrierte die Licht- und Kamerafunktionen. Bei den vielen Scheinwerfern ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Im Nachbarstudio wurden bereits die letzten Vorbereitungen für die Hessenschau getroffen, die jeden Abend pünktlich um 7:30 live auf Sendung geht. Guten Abend, willkommen zur Hessenschau. Das sind unsere heutigen Themen. Streit um Jugendkriminalität und welche Zahlen stimmen? Wahlkampfhilfe für Ypsilanti. Im Anschluss bekamen wir die Möglichkeit, dem Star der Hessenschau höchstpersönlich ein paar Fragen zu stellen. So, Herr Hieke, dann erzählen Sie doch mal. Das ist meist die Frage, wie wird man Moderator? Das ist ja heute bei vielen der Berufswunsch, wobei ich dann immer feststelle, die stellen sich das ganz anders vor als ich, weil die wollen lieber Moderator werden von Wer wird Superstar oder sowas, oder Deutschland sucht das nächste Topmodel. Aber wie wird man denn dann Moderator? In der Regel läuft es so, dass man irgendwo mal auffällt, dass man eine Schalte, wie wir sagen, so eine Live-Schalte ganz gut macht. Und dann heißt es, oh, der, die kann das. Und dann wird man vielleicht gefragt, ob man beim Casting mitmachen will. Und so kommt man dann in den Job des Moderators. Naja, ob so einfach ist, wird sich zeigen. Studioluft haben wir ja schon mal schnuppern dürfen. Vielen Dank an den HR und auch ans Marketing für den gelungenen Tag.